Huch. Ratata, ratata. Abracadabra. Das ist so, hat so ein bisschen leichtes, finde ich, Herr-der-Ringe-Feeling. Eine ungewöhnliche Nummer. Er braucht ein bisschen, das ganze Lied braucht ein bisschen, um auf entsprechende 3 Minuten richtige Betriebstemperatur zu kommen. Schon episch, aber ich glaube, dass das die meisten Leute eher abschrecken wird. Ich finde den Typen irgendwie ein bisschen spooky. Also er macht mir ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm, wenn er so losschreit. Ich möchte nicht, dass mich jemand in Georgisch so anschreit. Oh, ich schon. Also ist grundsätzlich gut, wenn Menschen in ihrer Landessprache singen, aber das ist nur ein bisschen... Sehr martialisch, finde ich. Also hat so eine sehr, so was Aggressives irgendwie. Ich versuche es mal über die Emotionen zu deuten, was er da uns sagen möchte. Okay, der meint's ernst. Oh, er ist aber nicht glücklich. Unter allen Teilnehmern ist er das Ribeye-Steak, während alles andere vielleicht nur Hähnchen vorm Fleisch ist. Also mal richtig so ein Typ mit Bart und tiefer Stimme und Ehering. Also ich finde, es hat so was Rustikales, ne? Also so ein harter Typ, bärtig, mit Dreck beschmiert. Ich finde den geil, weil der fühlt's. Aber ich bin ein bisschen neidisch auf seinen Dutt. Man schafft nie, dass ein Dutt gut aussieht. Und dann schafft man es und man ist alleine zu Hause und niemand sieht ihn. Und man denkt so, verdammt, ich krieg's nie wieder so gut hin. Bei mir kam jetzt nichts rüber, einfach weil ich den Text nicht verstanden habe und weil mir auch die Show nichts gesagt hat. Ich glaube, er singt da von diesen Teilen in Georgien, die von Russland annektiert sind oder sowas. Keine schöne Sache und kein schöner Song dazu. Schöner Song und schöner Dutt. Das ist ja furchtbar. Also ich kann dazu nur sagen, Otto, Georgia on my mind. Wenn es gut umgesetzt ist nachher auf der Bühne, das darf man ja auch nicht vergessen. Hallo, es ist alles Show. Ja, schauen wir mal.